Hallo meine lieben Freunde, ich habe ja vor kurzem ein Foto auf Instagram, Facebook, Twitter hochgeladen, wo ich euch meine neue Sommer-Trainingshose zeigen wollte eigentlich, aber ich konnte sie noch gar nicht anziehen, weil ja das Wetter bis jetzt nicht wirklich mitgespielt hat, was immer so arschkalt war. Ich habe mich aber trotzdem fleißig weiterhin im Fitnesscenter aufgehalten und da schöne meine Muskeln gestählt. Nee, also ich bin schon etwas länger im Fitnesscenter jetzt angemeldet, seit Oktober oder November glaube ich war das, vom letzten Jahr. Seither gehe ich eigentlich immer so phasenweise, ich gehe mal wieder, dann gehe ich mal wieder ein paar Wochen nicht, dann gehe ich mal wieder und dann, ja, ich war jetzt lange nicht mehr, eben wegen der Operation durfte ich nicht und auch wegen dem Umzug konnte ich nicht, hatte ich keine Zeit. Jetzt gehe ich aber wieder sehr, sehr fleißig, manchmal dreimal die Woche, wenn ich Zeit habe und wenn ich nicht gerade keinen Bock drauf habe, weil ich das Zimmer, also die Wohnung nicht verlassen will, weil es draußen so kalt ist. Aber ich gehe jetzt und ich dachte mir, ich könnte euch eigentlich mal so mein Fitnessprogramm ein bisschen zeigen und ja, euch auch ein paar Tipps geben, weil ich war schon sehr, sehr lange immer, also sehr oft mit meiner Mama trainieren, weil die trainiert seit 20 Jahren und ich ging da regelmäßig mit und ich kann euch auch wirklich ein paar gute Tipps geben. Was ihr natürlich braucht für das Fitnesscenter sind saubere Schuhe, Trainingsschuhe, weiche Schuhe, in denen ihr auch lange sein könnt und trainieren könnt. Und ein Tuch. Nehmt immer ein Handtuch mit, wo ihr euch drauflegen könnt, beziehungsweise, dass ihr dann über die Geräte rüberlegen könnt, weil sie sehen das nicht gerne, wenn man da so schwitzt und dann, sie putzen das immer abends. Ich gehe ja am allerliebsten ins Fitnesscenter, muss ich schon sagen. Ich bin überhaupt kein Jogging-Mensch, ich hasse Joggen. Und ja, je nach Sportart draußen, ja, kann man das nicht irgendwie ausüben, weil es zu kalt ist. Und ich bin ehrlich gesagt da ein bisschen ein Weichei. Aber deshalb gehe ich gerne ins Fitnesscenter, weil man da immer hin kann und die Leute, die helfen dir auch und sagen dir, wenn du was Falsches machst. Also ich habe mir ein Programm machen lassen, extra auf mich abgestimmt, weil ich denen auch gesagt habe, ich möchte ein bisschen Fett verbrennen und aber nicht zu viel Muskulatur aufbauen. Das war mir dann schon auch wichtig und deshalb habe ich jetzt eine super Kombination zwischen Krafttraining und Ausdauertraining. Und ich finde einfach, es gibt so ganz verschiedene Punkte, wo man extrem darauf achten muss, dass man es richtig macht, weil sonst kann einfach so vieles schief gehen, will ich jetzt nicht sagen, aber man kann echt vieles falsch machen. Beispielsweise beim Ausdauertraining einfach zu schnell. Es macht keinen Sinn, die Muskeln übersäuern und dann erzielt man eigentlich den gegenteiligen Effekt, den man will. Man nimmt nicht ab damit, wenn die Muskeln übersäuern. Das ist eigentlich total schädlich. Dann, besonders wenn es gerade am Anfang ist. Und beim Krafttraining ist immer ganz, ganz wichtig, dass man die Übungen richtig ausführt. Auch nicht zu schnell, aber dafür richtig. Man schraubt lieber mit dem Gewicht ein bisschen runter und führt dann die Übungen richtig aus, weil dann, wenn man es langsamer macht, dann ist es automatisch auch anstrengender. Und deshalb sage ich, ich nenne euch auch keine Gewichte, weil ich finde, es muss jeder für sich selbst wissen und herausfinden, was er nötig hat, also was er braucht für sich. Und ich bin der Meinung, durch das, dass ich ja eben Fett verbrennen will, möchte ich für mich mehr Wiederholungen machen, dafür ein bisschen weniger Gewicht. So viel schon mal zum Grundlegenden. Als erstes, ja, gehe ich mich aufwärmen. Das ist eigentlich das A und O bei einem Training im Fitnesscenter, dass man sich ein bisschen aufwärmen tut. Die Muskeln müssen schön warm werden, dann wird auch die Fettverbrennung ein bisschen schneller angekurbelt, weil nur von Anfang an Krafttraining, da dauert es ein bisschen länger. Aber dann wird eigentlich immer schön bei allem Fett verbrannt von Anfang an. Ja, ich wärme mich etwa 10 Minuten auf dem Fahrrad auf und danach geht es auch gleich rüber
auf die andere Seite auf die Matten am Boden, wo ich dann einfach nur meinen Bauch trainiere, ganz ohne Geräte. Das ist einfach Rumpfbeugen, ganz normal, 20 Mal, die normale. Dann schlägt man das eine Bein über das andere und dann geht man so seitwärts, auch 20 Mal und das danach auf der anderen Seite, auch 20 Mal. Und dann kommt der Rücken aus Ausgleich. Es muss einfach sein, der Rücken ist extrem wichtig. Viele, viele, viele Leute vernachlässigen immer den Rücken, weil sie denken, im Rücken bin ich ja nicht fett, also brauche ich das nicht. Aber Rücken ist gut für die Haltung und wenn die Haltung gut ist, ja, dann sind die Muskeln auch ganz anders angespannt. Nach diesen 20 Mal Rücken, also es ist wirklich auch einfach nur runter, rauf. Und noch ein kleiner Tipp, immer schön darauf achten, dass die Schultern, dass sie unten sind. Also nicht sich so verkrampfen, sondern wirklich die Schultern unten lassen. Das ist automatisch auch besser für die Haltung. Und ein kleiner Tipp noch dazu, wenn ihr die Bauchmuskeln anspannt, nicht nur der Hintern, sondern auch die Bauchmuskeln, dann trainiert ihr diese auch noch gerade zusätzlich. Also ihr seht, man kann mit minimalen kleinen Sachen so viel erreichen. Danach wiederhole ich die ganze Session wieder. Also das heißt nochmal 20 oder 60 Mal Rumpfbeugen, 20 normal, 20 auf die Seite, 20 auf die Seite und dann nochmal 20 Rücken. Und danach kommt mein allererstes und ich liebe es, Trainingsgerät. Es ist, ich weiß nicht genau mehr, wie es heißt, es steht ja auf dem Foto. Das sind diese Teile, die nimmt man dann so auf der Seite. Und da ist auch wieder, muss man schauen, dass die Schultern unten sind und die Ellbogenbögen, aber wirklich auf der gleichen Höhe wie die Schultern. Dann geht man so nach vorne, also man macht einen Schritt nach vorne, geht runter, damit das Bein einen rechten Winkel hat und gleichzeitig ja, mit beiden Händen nach vorne und dann so zusammen. So. Und dann wieder zurück und immer schauen, dass man die Hände sieht. Also nicht zu weit zurück, weil ansonsten ist das eben wieder schädlich für die Gelenke und es ist zu kraftraubend. Beziehungsweise die Übung ist einfach falsch und ist wirklich richtig. Aber ich liebe diese Übung, weil es einfach für den ganzen Körper ist. Und es ist nicht nur für eben die Arme, es ist für alle Muskeln hier. Also Brustplatten, für hinten, für die Arme selber. Ja, Wichsmuskel. Und eben auch für Beine und Hintern und allgemein Bauch. Es spannt einfach alles an. Es braucht den ganzen Körper und deswegen liebe ich diese Übung so. Ja, das mache ich übrigens auch 20 Mal, aber eben auch nur mit einem ganz kleinen Gewicht. Dann gehe ich rüber zur nächsten Übung, dass die einfach ganz normal runter. Auch wieder schauen, Schultern unten bleiben und dann einfach so runterziehen. Auch wieder mit dem gleichen Gewicht. Ziemlich wenig nur, ich könnte zwar raufschrauben, aber ja, es ist einfach für hier, für diese Partie. Die ist ja bei vielen, vielen Frauen so ein kleiner, ja, eine Problemzone, dass es dann hier so schwabbelt. Und das ist eben genau für diese Partie, ist diese Übung einfach nur super und ich bin total Fan davon. Ja, das mache ich nach 15 Mal und dann wieder 20 Mal das andere und dann nochmal 15 das. Danach geht es auch schon zur ersten Pause in dem Sinn, dass ich wieder Ausdauer mache. Und zwar eine Viertelstunde oder je nachdem, wie lange ich halt Zeit habe oder wie gut meine Laune oder meine Motivation ist, gehe ich für eben eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf den Crosstrainer. Da auch wieder, es gilt nicht zu schnell, es bringt absolut gar nichts. Wenn ihr schnell laufen wollt, dann geht aufs Laufband. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich auf dem Crosstrainer bin und neben mir kommt so ein Kerl, der sich da einen abschwitzt, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn ihr auf dem Crosstrainer seid, dann schaut immer, dass ihr so schnell seid, dass ihr dazu noch quatschen könnt mit jemandem oder telefonieren könnt. Ich habe tatsächlich mal mit meiner Mama telefoniert, während ich auf dem Crosstrainer war. Das ist wirklich, schaut drauf, dass ihr auf dem Crosstrainer noch reden könnt dazu. Also nicht zu schnell, weil sonst übersäuert es und es bringt eigentlich überhaupt gar nichts. Das Wichtige beim Ausdauersport ist, dass ihr immer schön gleich schnell seid. Egal, ob ihr das Level erhöht, also ob ihr die Stufe raufsetzt oder runtersetzt, ihr solltet immer gleich schnell sein. Das ist eigentlich das, was dann im
die Fettverbrennung anregt. Nicht, ob ihr schnell seid oder nicht oder was auch immer. Ich schaue bei mir immer, dass ich bei den Umdrehungen pro Minute immer so zwischen 112 und 116 bin. Das ist eigentlich immer schon konstant. Es ist nicht zu schnell, es ist aber auch nicht zu langsam. Und wenn ich das einhalte und durchziehen kann und dann nicht groß außer Atem komme, bin ich absolut mit mir zufrieden. Und ich kann so wirklich, wenn ich möchte, ich könnte eine Stunde auf dem Crosstrainer sein, ohne groß außer Atem zu kommen. Und das ist eigentlich das hauptsächliche Ziel. Dann geht es wieder zurück an die Kraftgeräte und diesmal sind die Beine dran und zwar, ja, die Presse. Auch wieder Arsch anspannen und gucken, dass ihr, wenn ihr euch abstoßt, hauptsächlich auf den Fersen belastet, weil das auch wieder so einen Muskel anspannt, den ihr normalerweise dann nicht anspannt, wenn ihr vorne genauso drückt wie hinten. Ja, das mache ich 20 Mal. Dann gehe ich 20 Mal zur Beinpresse gegen hinten so, auch nur mit wenig Gewicht. Dafür schauen, dass ihr wirklich die Übung fertig ausführt. Also nicht, dass das ganze Gewicht plötzlich weg ist, aber ihr müsst weit genug nach vorne mit dem Knie, dass es wirklich was bringt. Das 15 Mal, das für mich das Anstrengende ist, aber super für die Oberschenkel hinten und für den Popo. Und dann wieder ja, 20 Mal Beinpresse und nochmal 15 das. Dann geht es weiter zu den Hanteln und das ist immer so eine Geschichte, ja, ich kann euch das gerne sagen, ich nehme echt nur die 1 Kilo Hanteln, aber ich lache mich immer fast innerlich schlapp, wenn ich diese Kerle sehe, diese Poser, die mit ihren 15, 20, 30 Kilo Hanteln irgendwo neben mir stehen und sich danach einen abrackern und nach 6 Mal aufgeben, weil ich nehme echt, ich finde, die, eben wie gesagt, gut, die wollen pumpen. Das ist der Unterschied zu dem, was ich mache. Ich will hauptsächlich Fett verbrennen und meine Muskulatur ein bisschen definieren. Ich will nicht Muskelberge aufbauen. Ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht schön. Also bei Frauen. Eben, dann nehme ich diese 1 Kilo Hanteln und die haltet ihr dann so, dass ihr immer schön auf der gleichen Höhe seid, eben mit Schulter, Ellbogen und Handoberfläche bzw. Handgelenk. Und ja, dann macht ihr einfach diese Übung, gerader Rücken, ein bisschen in den Knien. Und das ist ganz einfach, das kann man auch zu Hause nachmachen. Gucken, dass der Kopf eher ein bisschen zurück ist. Und dann geht ihr einfach immer mit den Schultern, also mit den Händen, mit den Fäusten, mit den Handeln drehen, runter. Etwa bis zu den Hüftknochen, ein bisschen weiter runter und dann wieder hoch. Und immer schauen, dass, wenn möglich, der Ellbogen ein bisschen weiter oben ist, also die Handoberfläche. Und dann macht ihr das, dann wiederholt ihr das 20 Mal. Das ist eine super Übung für diesen Muskel hier, für die Schulterpartie. Und ich muss sagen, ich finde diesen Muskel einfach mit Abstand am schönsten. Allgemein. Und ja, nicht dieser Sexmuskel bei den Männern hier bei den Hüften. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den am schönsten. Wenn der trainiert ist, wenn man den schön ausgeprägt sieht, dann zeigt es mir eben auch, dass man Ganzkörpertraining macht und nicht nur darauf achtet, dass man einen Waschbrettbauch hat. Das ist nämlich auch so, diese Übung ist auch gut für die Brustmuskulatur. Und Brustmuskeln sind für mich etwa mindestens genauso wichtig wie Bauchmuskeln, weil stellt euch mal einen Typ vor, der ja, der dermaßen Waschbrettbauch hat, aber keine Brustmuskulatur. Also es muss schon alles ein bisschen stimmen, sonst sieht es komisch aus. Ja, eben, mache ich 20 Mal das. Dann gehe ich weiter auch wieder für Schultern, Arme, beziehungsweise auch ein bisschen Bauch wieder. Wie man, je nachdem, wie man diese Übung macht, kann man nämlich den Bauch anspannen und dann ist es auch wieder für den Bauch wieder ein bisschen nützlich. Das sind diese Teile, die nehme ich dann so. Vorne bin ich, muss man gucken, dass man so schön zusammen ist. Und dann zieht man sich, also man ist so in Schräglage. Und dann zieht man sich so hoch. Ja, und auch wieder hier schauen, Schultern unten, Ellbogen und alles auf der gleichen Höhe. Und ich kann euch sagen, das ist echt anstrengend. Macht es mal. Wenn ihr das dann 15 Mal wiederholt, und eben schaut, dass hier die Schultern immer schön unten bleibt und die Ellbögen wirklich auf der gleichen Höhe. Das ist ultra anstrengend. Und es ist auch eben wieder super für Brustmuskulatur und Arme und Trizeps. Dann
mache ich wieder 20 Mal mit den Hanteln und nochmal 15 das. Und dann geht es nochmal zu den Beinen. Und zwar zu den Adduktoren und Abduktoren. Das sind, wo man die Beine eben zusammenpresst und rausdrücken muss. Es ist halt einfach effizient, sagen wir mal so. Ich mag sie nicht besonders, aber es ist halt, ich habe genau dort meine Problemzonen eben bei den Beinen. Und deshalb habe ich halt viel auch für die Beine. Und ja, das ist für mich einfach, machen. 20 Mal raus, 20 Mal rein. Ich weiß, man redet oft von 10 bis 12 Wiederholungen, aber ich, für mich ist es, ich mache das wirklich lieber so, dass ich 20 Wiederholungen mache, teilweise 15, dafür eben mit weniger Gewicht. Das ist für mich wichtiger. Dafür gehe ich nachher nochmal für mindestens 15 Minuten. Wenn ich im Zeitstress bin, mache ich nur 15 Minuten, ansonsten gerne mal 20 oder halbe Stunde, also 20 oder 30 Minuten, nochmal Crosstrainer. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch. Versucht mal, sich euch ein bisschen von der Position her zu ändern. Also belasst es mal nur die Fersen und schaut, was passiert. Oder wenn ihr rückwärts lauft, das ist dann auch wieder eine Übung eigentlich für den Hintern und für den hinteren Teil der Oberschenkel. Das ist auch eine super Übung für mal zwischendurch. Und auch, es gibt ein bisschen Abwechslung, weil ich ganz ehrlich, Crosstrainer ist ein bisschen langweilig. Irgendwie einfach so. Und ganz wichtig, gute Musik für die Stimmung. Weil da kann man auch so irgendwie so ein bisschen so abdancen. Auch ein Crosstrainer muss ja einem auch nicht peinlich sein. Und dann hat man auf jeden Fall auch Spaß beim Training. Habe ich eben irgendwie immer. Außer ich bin mega angepisst. Aber es ist so, ja, man muss sich erstmal überwinden. Und wenn man dann mal da war, dann fühlt man sich so gut. Und das ist so das, ja, das Suchtpotenzial dann, dass ich im Moment versuche, mir ein bisschen auch aufzubauen. Und ich hoffe, das klappt. Ich will nicht, ich will süchtig werden nach Fitnesstraining. Nee, so. Dann war das eigentlich das Training. Aber es ist noch nicht ganz fertig, weil dann kommt noch das Dehnen. Und meiner Meinung nach ist das Dehnen eigentlich ein super Abschluss, um ein bisschen sich so wieder runterzufahren, um sich zu entspannen, um vielleicht, wenn man sich ein bisschen eben verspannt hat während dem Training, das wieder ein bisschen zu lockern. Und zusätzlich gibt es einfach einen viel schöneren Muskel, wenn man den Muskel dehnt. Es ist einfach so, ich weiß nicht warum genau. Ich denke aber, das ist eben wegen den Muskelfasern, dass es die dann streckt und es einfach viel schöneren Muskel gibt. Also wenn ihr pumpen wollt, dann ist das vielleicht das Falsche, aber dann habt ihr einfach danach Muskelkater. Das ist eigentlich auch so ein toller Effekt vom Dehnen. Wenn ihr dehnt, habt ihr weniger Muskelkater. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte auch schon tierische Muskelkater, aber meistens lässt sich das mit Dehnen eigentlich ziemlich gut kontrollieren. Ich habe nämlich schon sehr, sehr lange keinen Muskelkater mehr gehabt. Was eigentlich für mich auch gut ist, weil Muskelkater bedeutet, dass die Muskelfasern gerissen sind. Und ja, das gibt dann eben diese Türme und die will ich nicht. Ja, das war eigentlich mein Trainingsplan, wie ich mich fit halte, einfach nur sportmäßig. Ich kann euch jetzt noch kurz zeigen, wie ich im Moment aussehe. Ich hoffe, dass sich da das Ganze, meine Figur, noch ein bisschen definiert mehr. Weil ich bin eben, wie gesagt, mit meinem Arsch und meinen Oberschenkeln nicht ganz so zufrieden. Mit dem Rest eigentlich schon. Aber ja, da spalten sich viele, viele Meinungen. Aber wie meine beste Freundin immer so schön präzise sagt, ich bin unproportional. Und ja, ich versuche das jetzt ein bisschen also dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem ich eben Sport mache und mich gesund ernähre, beziehungsweise ich auf meine Ernährung achte. Mehr jetzt, wo ich alleine wohne, als früher, wo ich noch bei meiner Mama war. Und ja, ich werde wahrscheinlich noch einen zweiten Teil machen, wie ich mich fit halte, über die Ernährung. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele Sachen, wo man sich wirklich darauf achten kann, dass man, ja, wo man alleine schon damit an Kalorien sparen kann oder eben an Zucker und so. Und Zucker ist ja eigentlich wirklich Hölle. Ja, wenn ihr
irgendwie noch Fragen habt, dürft ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar geht doch, wenn ihr zu Hause solche Übungen machen wollt, geht doch auf den Kanal der Julia Curl, heißt sie, glaube ich. Ich verlinke euch die. Sie macht so kleine Tipp- und Tricks-Videos über eben fit bleiben und ja, wie man eben zu Hause trainieren kann. Ich habe ihren Kanal angeschaut. Sie redet eben auch über Fitness und Training und Sport und Essen. Also sich gesund ernähren. Und ich finde eben echt klasse. Ich kann euch nur den weiterempfehlen. Schaut mal drauf, lasst vielleicht ein Abo da. Ich würde mich für sie freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst oder mir einen Daumen nach oben gebt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für den Dienstag. Und ich wünsche euch noch einen schönen Rest der Woche. Und ja,